Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie den Weg wieder hierher gefunden haben. Wir sind jetzt bei dem etwas verschobenen dritten Gespräch unserer Reihe Krieg und Frieden. Und diesmal gehen wir wirklich in den Krieg hinein, der vielleicht, jedenfalls so mein Eindruck, nicht mehr so wahnsinnig präsent ist in der deutschen Gesellschaft. Wir reden eher über die Verteidigungsministerin und über die Probleme der Beschaffung und der Neuausrichtung von Panzern. Die Realität des Krieges als eine, die uns als Gesellschaft herausfordert, ist nach meinem Eindruck etwas in den Hintergrund getreten. Ich habe das auch daran gesehen, dass wir, ich bin in Kassel an der Uni, da haben wir ganz schnell eine Ringvorlesung, weil ich dort eine junge Kollegin habe, die aus Georgien stammt, die war noch voll am Anfang und dann hat sich das alles geläppert und am Schluss haben wir Leute eingeladen, wo wir dachten, oh, hoffentlich kriegen wir mehr als 50 in den großen Hörsaal rein. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Abend sehr wichtig in dieser Reihe, um zu schauen, was bedeutet eigentlich Krieg? Entsteht wirklich der Frieden im Krieg und entsteht der Krieg im Frieden? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn wir auf das schauen, was früher mal mit der Sowjetunion zu tun hatte? Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir eine sehr kompetente und eine sehr reflektierte Position für heute Abend gewonnen haben, Alice Botha, die ich sehr gerne gelesen habe als Korrespondentin der Zeit, die aus dem postsowjetischen Raum berichtet hat, wie es dort gegenwärtig zugeht. Und ich glaube, für meinen Begriff gibt es im Augenblick niemand Besseres, der uns über die Frage der postsowjetischen Stimmungen ein bisschen aufklären kann. Gibt es so etwas eigentlich? Und hat das auch mit dem Krieg, mit dem Entstehen dieses Kriegs zu tun? Oder auch möglicherweise mit den Möglichkeiten, mit den Perspektiven nach über diesen Krieg hinauszudenken? Denn das ist ja auch das, was wir irgendwann auch werden tun müssen, denn das Wesen des Krieges ist, dass er irgendwann zu Ende geht. Das ist kein Dauerzustand. Und dann muss man überlegen, was ist denn dann, wenn der Krieg vorbei ist? Wir wissen noch nicht, wann dieser Krieg vorbei sein wird, aber irgendwann wird er vorbei sein. Das ist das Wesen von Kriegen. Sie entstehen, dann sind sie irgendwann vorbei. Und was ist dann eigentlich? Alice Botha habe ich kennengelernt, als sie mit zwei weiteren Kolleginnen ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Wir neuen Deutschen. Und das waren drei Kolleginnen, die um die 30 damals waren, die bei der Zeit damals zusammenarbeiteten. Und alle drei haben, was ich gerne Zuwanderungsgeschichte nenne. Und die haben versucht zu sagen, was heißt das eigentlich, was sind wir eigentlich für eine Fraktion in den Millennials? So haben sie das nicht genannt, aber ich für mich, was ist das? Ist das eine besondere Fraktion der Millennials, also derjenigen, die für die, deren Haupt, ihren, wenn man so will, die prägende Zeit ihrer Sozialisation, die Nullerjahre dieses Jahrhunderts gewesen sind? Haben die irgendetwas Gemeinsames als Deutsche? Und vielleicht ist das ja auch ein Charakteristikum. Also ich habe noch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in meiner Jugend als einzelne Personen erlebt. Das waren Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs oft. Aber für die Generation von Alice Botha gilt, sie haben eine Zuwanderungsgeschichte und sie treten mit Leuten zusammen, konkurrieren mit Personen um Positionen, die keine Zuwanderungsgeschichte sind, die also Bio-Deutsche sind. Und das ist eine sehr interessante Gruppe, glaube ich, unter den jetzt 40-Jährigen. Und meiner Ansicht nach gehört Alice Botha zu der Speerspitze dieser Gruppe, dieser Teilgruppe der Millennials, die ja jetzt uns regieren. Also die Außenministerin als ein Beispiel.
Und Sie sind auch in den Unternehmen an wichtigen Positionen, Sie sind im Journalismus an wichtigen Positionen. Und es ist eine sehr interessante Frage, wie Sie eigentlich das Bild der Bundesrepublik heute bestimmen, sowohl intellektuell bestimmen, aber auch wirtschaftlich bestimmen, organisatorisch bestimmen, und welche Erfahrungen, welche Energien Sie eigentlich in Deutschland, nach Deutschland einbringen. Und darüber haben die schon früh sich verständigt und wir haben irgendwie mit mir ein Gespräch geführt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie Sie auf mich gekommen sind. Ich fand das total nett und ich habe es irgendwie sehr genossen, mit den dreien zu sprechen. Hat ja auch was irgendwie, fühlt sich ja irgendwie auch ernst und wichtig genommen. Da ist man natürlich immer guter Dinge. Und es war sehr schön. Und seitdem, nicht nur seitdem, und das hat auch nichts mit irgendwie Anhänglichkeit an die Situation zu tun, habe ich Alice Botha verfolgt. Und glaube, dass sie ich fand es auch sehr gut, dass sie in die Auslandsberichterstattung gegangen ist. Also man konnte ja auch in der Zeit bei der Politikredaktion bleiben. Also sie ist weder in die Kultur gegangen, was man ja auch manchmal tun könnte, sondern ist in der Politik geblieben und ist auch nicht in die Wirtschaft gegangen, wo auch sehr viele Frauen heute hingehen, sondern sie ist wirklich bei dem geblieben, wo so jemand wie Bismarck sich früher mal aufgehalten hat, wo man den sagt, jetzt ein bisschen Theater gibt. Also und das finde ich wirklich bemerkenswert. Und sie ist in dieser Position dann auch, sie ist also seit 2007 bei der Zeit und ist in dieser Position als in der politischen Redaktion vom November 2015 bis 2021 Leiterin des Büros der Zeit in Moskau gewesen und hat dort über die Ukraine, über den Südkaukasus und über Belarus Bericht erstattet. 2021 ist ein sehr erfolgreiches Buch von ihr erschienen, Die Frauen von Belarus. Der erste Untertitel hieß, glaube ich, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Jetzt, glaube ich, die neue Auflage hat einen etwas anderen Untertitel, richtig. Der blieb dann. Der Pieper. Mhm. Ja. Und also es ist nicht Ihr Untertitel, oder? Doch. Doch schon. Das ist der Untertitel, der dann tatsächlich blieb, aber es gab davor einen, ja, so eine Art Zwischentitel, den wir dann verworfen haben. Okay, gut. Also, und das ist ein Buch, was eine, wir werden darauf zu sprechen kommen, was sich auf die Frauen konzentriert als politische Kraft. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Vorangehens von Frauen, die man in Belarus ja eine große Bedeutung gehabt haben, sondern möglicherweise sind die Frauen und die Position der Frauen ein ganz wesentliches Element, glaube ich, im Kriegsgeschehen und möglicherweise auch in der Möglichkeit, aus dem Krieg wieder rauszukommen. Ich glaube jedenfalls, da würde ich gerne mit Frau Botha ein bisschen drüber reden. Also, ich könnte noch viel mehr sagen, ich lasse es jetzt dabei und wir fangen einfach an. Frau Botha, gibt es sowas wie eine postsowjetische Erfahrung? Gute Frage. Es gibt die gemeinsame Erfahrung des Zusammenbruchs der Sowjetunion, aber eine kollektive Erfahrung für die Jahre danach gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gibt noch nicht einmal eine gemeinsame sowjetische Identität. Also es beginnt schon damit, dass das Baltikum bis heute, also die Länder Litauen, Lettland, Estland, bis heute für sich beansprucht, nicht sowjetisch gewesen zu sein. Sie wurden annektiert und sie wehren sich sehr dagegen, wenn man sie als postsowjetisch bezeichnet. Und wenn man durch das Baltikum reist, dann versteht man das auch ein bisschen. Estland erinnert einen viel stärker an Skandinavien als an das, was man gemeinhin für sowjetisch hält, auch wenn es natürlich eine Architektur gibt, die diese Städte, auch wie Tallinn, prägt und die gemeinhin als sowjetisch gekennzeichnet ist. Das betrifft dann auch die anderen Länder. Also der Südkaukasus hat die Sowjetunion und diese Erfahrung, diese sowjetische Erfahrung, durchaus anders erlebt als Russland beispielsweise, als Belarus und als die Ukraine. Gemeinsam haben diese Länder
das Jahr 1991, den Monat Dezember, den Zusammenbruch. Und das ist im Prinzip ein Ausgangspunkt gewesen für etwas ganz Neues. Und jedes Land schmiedete im Prinzip von da an seine eigene Geschichte fort. So würde ich das, glaube ich, bezeichnen. Aber gibt es denn dann eine gemeinsame Zusammenbruchserfahrung? Sie wissen, was ich dann sofort fragen werde, dann, was ist denn da eigentlich zusammengebrochen? Ja und nein. Ich glaube, es gibt natürlich eine Kollektiverfahrung, aber selbst für Russland ist diese Kollektiverfahrung gebrochen. Also es ist so ein bisschen wie eine Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Also es passiert etwas, bestimmte Prozesse geschehen zeitgleich. Also Privatisierungsprozesse mit weitreichenden Folgen, auch schweren Folgen für die Gesellschaften. Also einige wenige bereichern sich, nutzen Gesetzeslöcher, nutzen im Prinzip eine Sphäre, die noch nicht geregelt ist, häufen irre Reichtümer an, andere verarmen. Also diese Verarmungserfahrung, die so viele Menschen im postsowjetischen Raum in den 90er Jahren gemacht haben, ich glaube, die vergessen wir manchmal. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch die Erfahrung der Freiheit. Und das gilt schon allein für Russland, also das größte Land von den 15 Nachfolgestaaten der Sowjetunion, dass alles gleichzeitig passiert. Das Leid und die Freiheit, das Glück und das Unglück. Das Zusammenwachsen, aber auch das Auseinanderbrechen im Innern, Familien, die diesen Druck nicht aushalten, die angesichts wirtschaftlicher Miseren auseinanderbrechen, Frauenrollen, die neu definiert werden, weil Frauen auf einmal so viele Aufgaben gleichzeitig auferlegt werden. Und wenn das schon in Russland dergestalt aussieht, dass es eine Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen gibt, dann gilt das natürlich auch für andere Länder. Wenn man das unbedingt runterbrechen will, dann würde ich sagen, allen Ländern ist gemein, dass sie diesen Transformationsprozess auf sich nehmen mussten, ob sie wollten oder nicht. Und der war immer begleitet von mangelnder Regelung, von einer Bereicherung einer gewissen Schicht und von einer Verelendung und Verarmung einer anderen Schicht. Es gibt also nicht so etwas wie ein sozialistisches Restbewusstsein als gemeinsames, so nach dem Motto, die Gesellschaft im Prinzip war damals besser organisiert als dieser kapitalistische Wilde Westen. Das gibt es nicht. Je nachdem, wen Sie fragen. Ich glaube schon, dass es das gibt. Also Svetlana Alexejewitsch, die belarussische Schriftstellerin, die sich selbst ja auch als sowjetisch bezeichnet, sowjetisch geprägt worden ist und auf Russisch schreibt, interessanterweise. Die hat in ihrem Buch Secondhand-Zeit von dem roten Menschen gesprochen. Mhm. Und diesem roten Menschen ist natürlich eine Erfahrung inhärent, die im Prinzip wie so eine Verkapselung des sozialistischen, sowjetischen Mentalität bedeutet. Aber ich glaube auch, dass das schon von Generation zu Generation sich unterscheiden kann. Also jemanden, den Sie heute in Moskau fragen, Jahrgang, sagen wir mal 1991, das Wendejahr, wird ganz anders sprechen als jemand, der 1960 geboren worden ist. Er wird diese Erfahrung ganz anders gemacht haben. Er wird diese sowjetische Mentalitätsverkapselung oder wie man das nennen will, höchstens als eine Geschichte kennen, sich vielleicht Teile davon auch aneignen. Ich glaube, dass es etwas ist, was durchaus fortbestehen kann. Aber trotzdem gibt es da generationelle Unterschiede. Und ich glaube auch Unterschiede in den Ländern. Also was wir erlebt haben, ist, dass der Wunsch nach Sozialismus oder nach dem regelnden Staat fast immer da groß ist, wo die Armut auch groß ist. Also das gilt auch für Länder wie Polen oder auch in Teilen Tschechien, also Länder, die nicht der Sowjetunion angehört haben, aber eben sozialistisch waren und den Sozialismus aufoktroyiert bekommen haben. Und sie werden diesen Gedanken weniger finden in Schichten, in Familien, in Kreisen, in denen man diese 90er Jahre nutzen konnte, um
grob gesagt, etwas aus sich zu machen. Also indem man diesen Zusammenbruch als Chance begriffen hat und nicht abhängig war von einem Staat, der alles regelt. Also das heißt, Sie würden mir nicht folgen wollen, wenn ich sage, dass postsowjetisch auch die Erfahrung einer ideologischen Verwüstung ist. Nämlich überhaupt nicht mehr zu wissen, was eigentlich Sache ist für eine Gesellschaft, für einen gesellschaftlichen Raum. Weil das würde mir einiges erklären, wenn das eine gemeinsame Erfahrung wäre. Ich glaube, das, was ich gerade versuche, auch mit Blick auf den Krieg, auf den russischen Krieg in der Ukraine, ist, Prozesse gleichzeitig zu denken. Also das, was einem als ein Widerspruch erscheint, als im Prinzip als Teile eines größeren Bildes zu sehen. Das würde bedeuten, doch, ich kann Ihnen folgen, aber eben nur dahingehend, dass Sie natürlich soziologisch betrachtet versuchen, kollektive Prozesse auszumachen und gleichzeitig, je näher Sie an die Gesellschaften herankommen, feststellen, dass das nur in Teilen wahr ist, dass es nur für Teile einer Gesellschaft wahr ist, dass es nicht für alle Länder des postsowjetischen Raumes gleichermaßen wahr ist. Und das Baltikum ist eben für mich ein Beispiel dafür. Also drei Länder, die sich als annektiert erlebt haben und den große Teile der Gesellschaft 1991 und auch die Jahre danach trotz der schmerzhaften Umwälzungen vor allem als Jahre der Befreiung erlebt haben. Aber letzter Punkt dazu. Die Jelzin-Jahre werden ja doch in vielen Teilen der ehemaligen Sowjetunion als eine Zeit des Betruges, als eine Zeit der Lüge, als eine Zeit der Ermächtigung von Einzelnen beschrieben. Ich hatte eine Lehrerin in Moskau, die mir Russisch beigebracht hat. Das ist eine klassische Vertreterin der Intelligenzia, wie man sie aus Filmen kennt, aus Büchern, die über Bulgakov promoviert hat, die kein Deutsch sprach, aber Faust trotzdem in Teilen rezitieren konnte. Und sie erzählte mir eine Anekdote, wie sie einmal in einem Laden war in den 90er Jahren und erlebte, wie eine alte Frau, die fast nichts hatte, sich ein Stück Wurst kaufte. Und wichtig war für diese Frau, dass sie entscheiden konnte, welche Wurst sie aussucht. Und im Kleinen hat das festgehalten, was sie eben sagte. Ja, es gab Elend, es gab Armut, es gab Prozesse, die ins Nichts führten oder ins Verderben. Jelzins im Prinzip ist Putin ein Gewächs der Jelzin-Jahre. Ohne Jelzin kein Putin. Aber gleichzeitig gab es eben auch eine unglaubliche Ära des Aufbruchs. Und diese Ära war nicht, die dauerte nicht 3 oder 4 Tage an, sondern ging über Jahre. Es gab auf einmal Verlage, die wie verrückt publiziert haben. Es gab Medien, die zugänglich waren. Menschen lasen wie verrückt, gingen in Theater, sprachen, traten aus den Küchen ihrer engen Wohnhäuser hinaus und unterhielten sich. Und das passierte eben gleichzeitig. Und deshalb würde ich sagen, doch, Jahre der Lüge würde ich nicht sagen, aber Jahre der Brutalität, des Elends, der Armut und ja auch Jahre der Emanzipation, der Wahrheit und der Freiheit. Und all das geschah gleichzeitig und mischte sich. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Freiheit und Gewalt? Weil wir reden ja auch über einen Raum, der sich jetzt, wie auch immer die Gewalt sich verteilt, als sehr gewalttätig darbietet. Und Gesellschaften, wenn man das jetzt von außen betrachtet, denkt, wo kommt diese ganze Gewalt her? Also ich sage es nochmal, vielleicht einen kleinen Umweg über Deutschland. Es gab die Baseballschlägerjahre auch in Ostdeutschland. Und man fragt sich auch, woher kommt, ist da diese Gewalt plötzlich gekommen mit der Freiheit? Diese ist aufbrechende Gewalt. Also Ihr Kollege Christian Bangel hat darüber geschrieben, sehr einleuchtend geschrieben. Baseballschlägerjahre, ja. Heißen. Ich glaube es trotzdem nicht. Ich glaube, dass ein Mangel an Regulation und ich suche das richtige Wort dafür, vielleicht eine Entstaatlichung oder ein schwacher Staat
es möglich macht, dass so eine Gewalt losbricht. Und wichtig ist, glaube ich, schon zu wissen für den gesamten sowjetischen Raum, wie sich die Gewalterfahrungen aufeinander geschichtet haben. Also nicht die Freiheit brachte die Gewalt, sondern in dem Moment, wo es keinen diktatorischen Staat gab, der versuchte, alles im Prinzip zu kanalisieren durch Lager, durch Bestrafung ohne Grund, wenn man an die furchtbaren Jahre der Stalin-Herrschaft denkt. Mhm. Diese Gewalterfahrungen haben sich im Prinzip über einen Zeitraum von Jahrhunderten addiert, aufeinander geschichtet. Und aus der Psychologie wissen wir auch, was passiert, wenn man Gewalterfahrungen nicht aufarbeitet. Es sind Traumata, die sich stapeln, verstärken, nicht weniger werden, sondern eher stärker werden, sich gegenseitig verstärken. Und auf einmal können diese Traumata im Prinzip artikuliert werden. Einen finden Sprache dafür, die anderen finden keine Sprache dafür. Und ich glaube, das ist der Moment, wo sich Gewalt zeigt. Ist das die Idee des Vaterländischen Krieges auf Russland beschränkt? Nein. Die Idee des Vaterländischen Krieges, und das ist eben das Perfide im Prinzip, damit sind wir eigentlich schon in der Jetztzeit, ist eine sowjetische Erfahrung. Das war, würde ich sagen, die wichtigste und stärkste ideologische Ressource der Sowjetzeit, mhm, und wurde von dem russischen Regime entsprechend ausgebeutet. Also es gab zwei prägende Erfahrungen: der Sieg über den Faschismus, über die deutschen Nazis, und der Flug von Gagarin ins Weltall. Mhm. Darauf konnte man sich verständigen. Und darauf konnte man sich verständigen mit Stolz in allen Ländern der Sowjetunion. Was aber geschah, ist, dass es im Prinzip von Beginn an als eine ideologische Ressource genutzt worden ist. Also eine Ressource, um eine Identität zu schmieden, um Bestimmtes unter den Teppich zu kehren. Sie werden keine Geschichten der Schwäche finden aus dieser Zeit. Es gibt, mir fällt ein einziges Lied ein, eines sowjetischen Sängers, der in Odessa, im ukrainischen Odessa geboren worden ist, Mark Bernetz heißt er. Und dieses eine Lied, eins von Hunderten oder vielleicht auch Tausenden, handelt davon, wie ein Soldat nach Hause kehrt und es ist alles zerstört. Das Haus ist zerstört, die Familie ist tot und er weint. Und ansonsten geht es immer nur um Stärke. Es geht um Stärke, um Heroismus, um den Sieg. Und Schwäche, Trauer, Verlust, Aufarbeitung eigener Fehler in diesem Krieg haben darin keinen Platz. Und diese ideologische Ressource ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion weiter benutzt worden. Es war auch im Prinzip ein Kitt, der die unterschiedlichsten Länder noch zusammenhielt. Also in der Ukraine, in Belarus, in Armenien, in Georgien, also völlig unterschiedlichen Ländern, in Russland, beging man eben den 9. Mai und überall gleichten sich diese Zeremonien in ihrer Bildersprache, in der Ansprache. Das hat sich natürlich mit dem Krieg, der 2014 begonnen worden ist von Russland, in der Ukraine geändert. Und jetzt ändert es sich auch in anderen Ländern, also auch in Ländern wie Kasachstan beispielsweise, begeht man den 9. Mai heute anders als noch vor 10 Jahren. Ist dann, passiert das dann auch, dass, ich meine, wir sind in Berlin, die Rote Armee hat Berlin befreit, das darf man nicht vergessen. Ich tue mich jetzt fast schon schwer, das noch zu sagen, dass die Rote Armee, also man denkt, ja, wie, ja doch, die waren das schon. Was bleibt davon eigentlich übrig? Also ich meine, ist das noch irgendetwas? Sie sagen zu Recht, es ist ideologisch, also meiner Wahrnehmung nach zu Recht, dass es ideologisch benutzt worden ist, dass die Gesellschaften da auch durch diese Einseitigkeit dieser Thematisierung auch durch ein Gewaltthema an der Stange gehalten wurden. Das ist ein Gewaltthema ja auch immer gewesen. Und wenn das jetzt auch eine betrügerische Seite gewinnt, dadurch, dass eben diese Armee in gewisser Weise jetzt ein Brudervolk zerstören will,
Ist das nicht ganz furchtbar für die Leute? Ich glaube, bei dem Wort Brudervolk, falls Ukrainerinnen und Ukrainer mitgucken, würden sie jetzt alle zusammenzucken, weil das ein Wort ist, das mehr als Schal geworden ist und schon immer Schal war. Und das, glaube ich, viel, viel mehr verraten hat, was uns jetzt erst so richtig sich offenbart. Das Schale ist, also was bleibt, ist der Sieg über die Nazis und dafür kann man den Alliierten, allen Alliierten nicht genug danken. Was aber bleibt, ist, dass dieser Krieg, der große Vaterländische Krieg, ja auch immer ein bisschen eine Lüge mit beinhaltet hat. Er beginnt, also worin unterscheidet sich der große Vaterländische Krieg vom Zweiten Weltkrieg? Den Zweiten Weltkrieg datieren wir auf 1939. Der große Vaterländische Krieg beginnt erst mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941. Es fehlen zwei sehr entscheidende Jahre. Jahre, in denen Hitler und Stalin Europa unter sich aufgeteilt haben, Polen vernichtet haben. Und man im Prinzip so hätte weitermachen können, wenn Hitler nicht auf die Idee gekommen wäre, die Sowjetunion zu überfallen. Und das ist natürlich, das ist ein Teil der Geschichtsschreibung, der immanent wichtig ist, um zu verstehen, was passiert ist, der aber fehlt. Der fehlt in den Schulen im heutigen Russland, der fehlt in den russischen Schulbüchern, er fehlt, wenn das russische Außenministerium über den Krieg spricht und im Prinzip fehlt er auch schon in den Sowjetjahren, weil man dann hätte irgendwie sich gegenüber Polen verhalten müssen. Und was so bitter ist an dieser Leiterfahrung, 27 Millionen Tote, ist, wie sie missbraucht wird von der heutigen Führung in Russland, vom Kreml, von Wladimir Putin. Wie wird der Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt? Man rechtfertigt es als einen Krieg gegen Faschisten. Man webt im Prinzip in dieser Erfahrung der Vergangenheit, diese heroische Erfahrung, wo man die Nazis bekämpft hat und gegen sie gewonnen hat, das heutige Narrativ ein. Und in Russland wirkt es. Es verfängt in Russland. Es verfängt auch einen sehr kleinen, Gott sei Dank, Teil der Gesellschaft hier. Ja? Dass man sagt, wir mussten in der Ukraine einmarschieren. Wir mussten die Nazis ein zweites Mal aufhalten. Wir mussten das Werk unserer Großväter fortsetzen, was eine so beschämende Lüge ist, dass mir wirklich wieder und wieder und wieder die Worte dafür fehlen, weil im Prinzip nichts heilig ist, wenn sogar der Vernichtungsideologie des heutigen Russlands gegen die Ukraine eingewoben wird in dieses wichtige Narrativ, das es gab. Und das macht es so perfide und auch gefährlich und irgendwie auch allumfassend. Mhm. Mascha Gessen hat ein Buch über Russland geschrieben, das mit der These aufwartet, dass die russische Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die nichts über sich weiß und nichts über sich wissen will. Mhm. Stimmt das? Ich kenne das Buch und ich finde, ja, der Befund stimmt. Mhm. Der Befund stimmt. Es ist, ich würde ihn vielleicht erweitern, indem ich sagen würde, es ist eine traumatisierte Gesellschaft und eine Gesellschaft, eben, in der sich die Traumata aufeinander stapeln. Ich sprach vor Jahren, als ich gerade frisch in Moskau ankam, meine Geschichte ist ja die, im Prinzip ein bisschen ungewöhnlich. Ich berichtete erst über den Krieg in der Ukraine, wollte auf keinen Fall nach Moskau und endete in Moskau, auch weil ich dachte, ich würde dann etwas verstehen, was ich in diesem Krieg, während ich aus dem Donbass damals, 2014, 2015, was ich nicht verstand, was ich mir wirklich verschloss. Diese Gleichung ging nicht auf. Ich ging nicht wirklich in dieser Hinsicht schlauer nach Hause, aber natürlich habe ich einiges über die Gesellschaft gelernt und ich habe die russische Sprache gelernt und ich glaube, es war für mich wichtig, erst die Ukraine kennenzulernen und dann Russland. Und eins der ersten Gespräche war mit einer Psychologin, die heißt Frau Petranowskaja, Ludmila Petranowskaja. Und ich wollte mit ihr darüber sprechen, warum diese Zustimmungsraten für Putin so hoch sind, warum man sich eigentlich mit so vielen auch abfindet, resigniert. Und sie
erklärte es mir eben, sie arbeitete viel mit Kindern, die Gewalterfahrung gemacht haben und zur Adoption freigegeben worden sind, nachdem sie eine schreckliche Kindheit der Gewalt schon bereits hinter sich erlebt haben. Und sie betreute eben Adoptiveltern und sagte, im Prinzip ähneln sich diese Prozesse. Also eine Gewalterfahrung, die nicht verarbeitet wird, wirkt nach und wuchert und zerstört im Prinzip auch andere Bereiche. Und in Russland ist es eben nicht nur eine Gewalterfahrung, sondern es sind viele. Es beginnt mit dem Zarenreich. Dann kommt die Zeit des Bürgerkriegs dazu, die furchtbar war. Dann kommt die sowjetische Gewalterfahrung dazu, die Stalin-Jahre, die in ihrer Brutalität ja wirklich ja, beispiellos sind in der Geschichte der Sowjetunion. Dann kommt die mangelnde Aufarbeitung dieser Gewalterfahrung. Dann kommt 1991, der kurze Augenblick, in dem sich etwas öffnet, wo aber eben die Armut und diese Elendserfahrung, über die wir schon gesprochen haben, so viele Kapazitäten und Ressourcen frisst, dass es nicht wirklich möglich ist, sich selbst zuzuwenden. Die Frage, die ich mir nur immer stelle, ist, aber erklärt das, warum man andere Länder überfällt? Mhm. Und ich denke, nein, das erklärt es nicht. Diese Erfahrung der Gewalt haben auch die ukrainische Gesellschaft gemacht, die belarussische Gesellschaft, die armenische Gesellschaft, die georgische Gesellschaft. Und ich glaube, erst wenn der Gedanke oder die Ideologie des Imperialen dazukommt, wird diese Gewalt in diesen furchtbaren Kriegen kanalisiert. Also das macht erst, glaube ich, den Krieg möglich. Es gibt, also ich habe das jetzt von Aljona Popova, die gesagt hat, sie bezieht sich auf Umfragen dabei, dass 16 Millionen Menschen Opfer häuslicher Gewalt jährlich in Russland sind. Das sind die allermeisten sind Frauen von denen. Und Kinder. Und Kinder, genau. Also ich wollte, aber genau, gut. Das ist eine Zahl. Ist das Ihre Erfahrung auch, dass es diese Gewalt in den Familien gibt? Ja, und Aljona Popova war, glaube ich, dann die zweite oder dritte, die ich gleich nach meiner Ankunft gesprochen habe. Eine wirklich extrem bemerkenswerte junge Frau. Ich glaube, jetzt müsste sie so Ende 30 sein. Ich weiß gar nicht, ob sie noch in Russland lebt. Die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass es jetzt ein Gesetz gibt, das häusliche Gewalt unter Strafe stellt. Also dass es allein den Tatbestand der häuslichen Gewalt gibt. Den gibt es bis heute in Russland nicht. Es gab mittlerweile, ich glaube, fast 30 Versuche, ein solches Gesetz durchzuführen. Und diese Gewalt im Privaten, sie stellt ja den Zusammenhang dar zwischen Gewalt im Privaten, Gewalt im Öffentlichen. Ich glaube, Sie hatten sie in der FAZ gelesen. Ja, ja. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den sie da macht. Und ich glaube, der ist auch richtig, dass die Erfahrung im Privaten, ich kann gegen den Täter nichts tun. Mehr noch, der Täter wird belohnt als ein starker Mann oder als einer, der es echt drauf hat. Diese Erfahrung vollzieht sich jetzt eigentlich auch auf staatlicher Ebene. Und das ist, glaube ich, schon nicht ganz falsch. Es ist eine Gewaltwirklichkeit, die sich auch in der Sprache widerspiegelt. Schlägte dich, dann liebte dich. Oder eben, dass Frauen auch, also Mütter im Prinzip ihren Töchtern raten, den Mann nicht zu provozieren, sich nicht so anzustellen. Dass man das Gefühl hat, die Familie ist ein so privater Raum, der Staat darf dort nicht hineinregieren. Also wenn es ein Gesetz gibt zur häuslichen Gewalt, dann ist das der Anfang vom Ende der Familie. Das wird dann gerne als diese westliche Verdorbenheit und Dekadenz dargestellt. Und im Prinzip ist die Familie, das hat sich schon geändert, auch dank der Arbeit von Aktivistinnen wie Aljona Popova, aber im Prinzip ist die Familie wie so eine Zelle, in der geschehen darf, was man will. Das ist ein Stück weit aufgebrochen. Ich glaube, der Krieg gegen die Ukraine, da hat ja auch eine unglaubliche Verrohung der russischen Gesellschaft zufolge, wird die Bemühungen dieser Aktivistinnen, die klein waren, aber sich doch summiert haben. Und ich fand schon, dass da enorm viel geschehen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Der wirft diese Arbeit auf Jahrzehnte zurück. Ich finde, in diesem Interview gibt es einen furchtbaren Satz, der heißt, in Russland hat man das Gefühl, dass, wenn einem etwas passiert, niemandem einem hilft. Ja, ich muss da manchmal an eine Anekdote denken.
Das geschah in der Stadt Keremovo, in der ich auch mal war. Das ist eine Stadt in Sibirien und man ist abhängig von Kohle, also eine Arbeiterstadt, ziemlich dreckig, schlechte Luftqualität, keine sehr hohe Lebenserwartung. Und ich, als ich recherchiert habe zu dem Thema häusliche Gewalt, es ging um einen Tötungsfall in Moskau, wo drei armenischstämmige Schwestern ihren Vater umgebracht haben, alle minderjährig. Da hat eine Menge aufgewühlt, dieser Fall. Und dann las ich eben andere Fälle, die passiert sind. Und dieser eine Fall, das waren nur zwei Sätze, die ich las, aber ich kriege sie nicht mal aus dem Kopf. Das war in der besagten Stadt und eine Familie hörte, wie nebenan eine junge Frau geschlagen wird von ihrem Partner. Also sie hörten, es ist durch diese Stahltür, die meisten Wohnungen in Russland haben eben diese schweren Eisentüren, diese Stahltüren, sie hörten, dass diese Frau gerade aufs Schwerste misshandelt wird. Sie klingelten mehrfach. Es machte natürlich niemand auf. Sie hörten die Schreie der Frau. Sie riefen die Polizei einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, waren es insgesamt siebenmal. Und im Hintergrund immer diese Schreie. Und irgendwann hörten diese Schreie auf. Die Polizei kam einfach nicht. Nicht, weil sie überlastet war. Sie kam einfach nicht. Sie sah keine Notwendigkeit darin, zu kommen, und diese Frau starb. Sie wurde totgeschlagen mit 23 Jahren von ihrem Partner. Und dieses Bild, dass dann Nachbarn sind, die sich kümmern, die nicht weghören, vielleicht auch, weil es zu laut war, und die den Staat darüber informieren, dass hier größtes Unrecht geschieht, und der Staat kümmert sich nicht, das geht mir nicht mal aus dem Kopf, und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sehr, sehr viele machen. Hier, das ist vielleicht eine sehr, sehr extreme Form, aber was ich oft gehört habe, ist dieses, warum soll ich den Täter anzeigen? Das bringt doch eh nichts. Oder Frauen, die zur Polizei gehen und sagen, weggeschickt werden, und es kursiert dann eben dieser zynische Spruch, komm wieder, wenn du tot bist. Und diesen Satz kennen eigentlich fast alle, komm wieder, wenn du tot bist. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sehr, 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 sehr viele teilen. Ich muss Ihnen jetzt eine harte Frage stellen. Ist das in der Ukraine anders? Da hat sich viel bewegt. Ja, es ist anders, würde ich sagen. Wie? Und merkwürdigerweise führt der Krieg in der Ukraine, der russische Krieg in der Ukraine, dazu, dass sich bestimmte Dinge anders entwickeln. Es gibt in der Ukraine ein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Es gibt NGOs, die nicht drangsaliert werden, als ausländische Agenten tituliert werden oder verboten werden, die tätig sind. Es gibt Hilfsmittel aus dem Westen, die man noch akzeptiert. Also es gibt auch da einen weiten Weg. Es gab eine Bewegung, die das Pendant zu der MeToo-Bewegung hieß, Ja ne bojusь kazat, also ich habe keine Angst zu sagen. Die begann in der Ukraine und schwappte dann rüber nach Russland. Das war vor einigen Jahren. Ich glaube, es war, chronologisch könnte ich es jetzt durcheinander kriegen, entweder vor MeToo oder kurz danach. Und es begann eben in der Ukraine. Das ist ein Unterschied. Und der Krieg, der jetzt stattfindet, eine Gesellschaft, die mit so einem grauenhaften Krieg, mit solchen Kriegsverbrechen überzogen wird, wird natürlich schwerst unter diesen Folgen auf Generationen zu leiden haben. Aber er führt auch dazu, dass man sich abgrenzen will und dass man über Gewalterfahrung spricht. Das Sprechen über Gewalt ist so wichtig. Dass man darüber spricht, über Vergewaltigung als Kriegswaffe, darüber, was man gesehen hat, darüber, was man erlebt hat unter der russischen Besatzung. Dieses Sprechen über Gewalt ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um aus dem Trauma der Gewalt herauszufinden. Das würde ja heißen, dass der Krieg dazu führt, dass in der Ukraine eine Gesellschaft entsteht, eine Gesellschaft des Aufeinanderachtens unter den Bedingungen, einem Feind trotzen zu müssen, und auf der anderen Seite in Russland eine Gesellschaft zerfällt. Ich glaube, in der Ukraine geschieht beides. Ich glaube, wir können noch gar nicht absehen, wie sich die ukrainische Gesellschaft verändern wird. Durch diesen Überfall, durch diese Verbrechen. Also wenn Sie einige dieser Zeugnisse lesen, das hält man nicht aus. Man hält das wirklich nicht aus. Also ich poste vieles und
habe vieles nicht gepostet, weil ich dachte, ein Mensch, der unvorbereitet allein auf die sachliche Beschreibung, eine fast straf- oder ermittlerische Beschreibung des Sachverhalts, es nicht aushält. Und eine solche Gesellschaft wird sich verändern. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie, aber sie wird sich nicht nur zum Guten verändern. Und trotzdem kann es innerhalb dieser Veränderung oder dieser Radikalisierung, die ein Krieg mit sich bringt, ein Land wird nie besser dadurch, dass oder eine Gesellschaft dadurch, dass sie überfallen wird, dass sie einen Krieg auszuhalten hat. Aber im Zuge dessen geschieht eben auch dieses darüber sprechen, füreinander einstehen. Ich glaube, alle staunen über die Resilienz der ukrainischen Gesellschaft, die wir jetzt seit fast einem Jahr erleben. Das ist etwas wirklich genuin anderes, als ich es in Russland erlebt habe. Und was in Russland geschieht als ein Kollateralschaden des Krieges, dass Russland als Täterland über die Gewalt, die es an anderen verübt, aber auch natürlich an Rekruten, an die Männer, die heimkehren vom Krieg, verroht sind und diese Gewalt weitergeben, dass man darüber nicht sprechen wird und dass es dafür auch wenig Raum in Zukunft geben wird, weil also mir geht es schon fast so, dass ich mich schwer damit tue, über die Leiden der russischen Gesellschaft zu sprechen als Folge des Krieges, weil es immer noch eine Gesellschaft ist, die eine andere überfallen hat. Also ich werde mein Augenmerk, glaube ich, immer tendenziell auf das Leid der ukrainischen Gesellschaft richten, bevor ich im Detail mich dem zuwende, wie es die russische Gesellschaft ins Leid stürzt. Ich möchte noch mal einen Moment bei den Frauen bleiben. Es gibt ein Buch von Graf Christian von Krockow, ich glaube, wenn man Graf sagt, muss man es vorne weglassen, die Stunde der Frauen über die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Und ein bisschen die These, die Frauen haben im Grunde überhaupt erst wieder Grund geschaffen in einer völlig vernichteten, moralisch und materiell vernichteten Gesellschaft. Und dann ist die Stunde der Frauen, dann vergeht die Stunde der Frauen wieder. Und dann ist es Witz wieder, dann kommen wieder Männer zurück und wollen wieder, also ab den 50er Jahren, wieder das Heft in die Hand kriegen und dann Fußball-Weltmeisterschaft, dann ist wieder alles vorbei. Jetzt ist die überhaupt in allen Sowjetgesellschaften des sowjetischen Erfahrungs- und politischen Raumes gibt es immense Scheidungsraten. Ich glaube, Russland, ich habe es nicht nochmal überprüft. War mal Weltspitze, ist immer noch sehr, sehr hoch. Genau. Also wir haben also eine Gesellschaft, wo Frauen viel hinkriegen, weil oftmals, wenn sie scheiden, lassen die Kinder bei den Frauen bleiben. Frauen arbeiten, die Frauenerwerbsquote ist immer noch ziemlich hoch in Russland. Aber es gibt quasi der familiale Hintergrund ist sehr brüchig geworden. Und jetzt stelle ich mir vor, also dass sozusagen das einzige Fundament, wenn man mal das mal vergleichen, was Gesellschaften haben nach einer katastrophalen Zusammenbruchserfahrung, nämlich dass die Frauen wieder Tritt fassen, das wird quasi, wenn man dann noch die häusliche Gewalt dazu nimmt, da gibt es gar keine Grundlage mehr für in Russland. Dass die Frauen Tritt fassen, meinen Sie? Ja, oder dass die sozusagen in ihrer Kraft und in ihrer Energie überhaupt sozusagen wertgeschätzt, hört sich doof an, wertgeschätzt, aber dass man irgendwie die Bedeutung der Frauen für die, wenn man so will, die innere Wiederaufrichtung der Gesellschaft zur Kenntnis nehmen kann. Ist das vielleicht auch ein Grund, das ist vielleicht sehr überzogen gefragt, der Gewalt gegen die Frauen? Also die Männer zu schwach sind, um irgendwas zustande zu bringen und deshalb die starken Frauen mit Gewalt überziehen müssen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Es ist ein interessanter Ansatz. Ich glaube nicht, dass er alles erklären kann. Ich glaube, Gewalt entsteht eben in Beziehung dann, wenn
Ohnmacht und Sprachlosigkeit da ist. Und eben, also wir wissen ja aus der Forschung, dass Kinder, die geschlagen worden sind, ein höheres Risiko haben, ihre Kinder auch zu schlagen. Also im Prinzip ist das wie so ein Teufelskreis, wie so ein Perpetuum mobile der Gewalt. Ob das mit Stärke zu tun hat, vielleicht, indem man jemanden, also geschlagen zu werden, ist eine Demutserfahrung. Und indem man jemanden schlägt, die Frau, die Kinder, lässt man nicht nur die eigene Hilflosigkeit aus, sondern man schlägt den anderen wirklich fast wortwörtlich zurück an seinen Platz, ja? Und stellt die Hierarchie wieder dar. Das könnte eine Erklärung sein. Aber ich bin mir nicht so sicher, also ich finde, es gibt ja dieses Bild der osteuropäischen Frau. Und dieses Bild ist auch total widersprüchlich. Es gibt diese unglaubliche Energie. Also ich habe mich in Moskau mal ein bisschen wie so eine schwächelnde Westlerin gefühlt, wenn ich erlebt habe, wie man in diesem Moloch, also in dieser Millionenstadt, in der es einfach viel Zeit kostet, von A nach B zu kommen, in der, gerade wenn man kein Geld hat, man sehr viel Zeit braucht, um für seine Lebensgrundlagen zu sorgen, mit welcher Energie da die Frauen durchs Leben gegangen sind. Aber ich bin auch so ein bisschen desillusioniert, gerade was den Krieg angeht. Ich bin wirklich desillusioniert zu erleben, wie viele Mütter ihre Ehe oder ihre Söhne in den Krieg schicken und diesen Krieg unterstützen. Ich bin wirklich überrascht. Ich folge einer Gruppe bei diesem Messenger-Dienst Telegram, die heißt Witwen, also Soldatenwitwen. Ich weiß nicht, wer hinter dieser Gruppe steckt, aber sollten das tatsächlich Witwen von gefallenen russischen Soldaten sein, dann begreife ich einfach nicht, mit was für einer Grausamkeit und einer Kälte und einer Inhumanität sie die Fortsetzung dieses Krieges fordern. Ich bin mir nicht sicher, dass die Gesellschaft an den Frauen gesunden kann. Ich glaube, dass dieser Krieg etwas offenbart hat, was wirklich weitreichend ist und was sich über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte angestaut hat und was auch nicht mit einem Kriegsende auf einmal zu heilen beginnen wird. Wenn ich an die russische Gesellschaft denke, dann, ich glaube, das Buch von Mascha Gessen heißt Gesichter ohne Zukunft, ein Land ohne Zukunft, dann fällt mir keine Zukunft ein. Russische Schriftsteller, Filmemacher, bildende Künstlerinnen sprechen gerne davon, dass die russische Gesellschaft eine Gesellschaft der Verbitterung sei. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie diese Bezeichnung nicht für richtig gut halten? Naja, aber Verbitterung ist, also ich bin, also wenn ich verbittert bin, dann überfalle ich halt keine anderen Länder. Also es ist, das alleine reicht nicht als Erklärung. Es mag sein, dass die Gesellschaft verbittert ist, aber schauen Sie nach Belarus oder in die Ukraine oder in die armenische Gesellschaft. Woher stammt denn diese Verbitterung? Davon, dass das Leben elend ist, dass es verarmt ist für weite Teile der Gesellschaft oder weil man seine Größe verloren hat? Und ich bräuchte ein bisschen den Kontext, worauf die Kunstschaffenden das beziehen. Es ist immer wieder die Jelzin-Zeit. Es ist immer wieder das. Aber was erklärt es dann? Also ich verstehe ich verstehe auch das Gefühl der Verbitterung, aber es erklärt mir nicht das heute. Also wenn ich es einmal interpretieren darf, dann ist es, glaube ich, schon die Mitfühlung mit der Erfahrung, jetzt sehr hart ausgedrückt, dass der gesamte Kommunismus, die gesamten Opfer, die der Kommunismus auch für sich selber gebracht hat, damit der Kommunismus sein kann, dass sich jetzt zeigt, dass das alles sinnlos gewesen ist. Dass dieses ganze Jahrhundert des Kommunismus, das von Russland ausgegangen ist, ein System der Lüge gewesen ist, des Selbstbetruges.
Und das ist eine extrem kränkende Einsicht. Aber das trifft ja auf all diese Gesellschaften zu. Das ist eine Erfahrung, die auch die anderen machen. Und ich glaube, dass ein Teil der Wahrheit darin steckt, dass man über die verlorene Größe trauert. Ich habe Gespräche gehabt, weil ich bin in Russland ziemlich viel rumgereist. Moskau ist im Prinzip nicht Russland, das ist wie so ein eigenständiger Planet, der sehr wenig mit dem Rest des Landes zu tun hat. Eine Stadt, in die schillernd ist und unglaublich und in der ich auch gern gelebt habe bis zum Krieg. Fordernd, aber auch einfach sehr einzigartig. Und ich fand das immer so bemerkenswert, wenn ich irgendwo eine Provinz, das ist ja immer Moskau, St. Petersburg, der Rest ist die Provinz, wenn ich in der Provinz unterwegs war, also ich meine wirklich kleine Städte, jetzt nicht Jekaterinburg oder Vladivostok, was auch immer noch Metropolen sind, nicht ganz so reich, nicht ganz so groß, nicht ganz so schillernd, aber doch irgendwie anders. Und dann taucht man an einem Ort auf wie Penza, 300 Kilometer von Moskau entfernt. Und Durchschnittsgehalt liegt bei 400 Euro, schätze ich. Und dann erzählt einem ein Taxifahrer, der wahrscheinlich auf nicht einmal 400 Euro im Monat kommt, und mal lucht und mal lucht und mal lucht und im Leben nicht vorankommt, warum er Putin toll findet und dass Putin ihm nicht Wohlstand gebracht hat, was er durchaus für einen Teil der Russen getan hat, für eine Mittelklasse, auch das war Putin dank der Ölpreise, sondern weil er uns von den Knien erhoben hat, weil wir wieder wer sind, weil er unsere alte Größe zumindest irgendwie nicht wiederhergestellt hat, aber daran erinnert. Ich habe das nie begriffen. Ich habe es nicht begriffen, wie das eigene Leben so abgekämpft und irgendwie auch traurig gelebt wird und man gleichzeitig so stolz ist auf, dass man wieder wer ist, also auf etwas Abstraktes. Vielleicht ist das eine Entlastungsreaktion. Vielleicht braucht man gerade, weil das eigene Elend so groß ist, diese metaphysische Größe, diese Träume von der Geopolitik. Aber ich glaube, dass diese Gedankenwelt unglaublich weit verbreitet ist. Was halten Sie von der These, die gibt es in der Forschung, die wird auch von so jemandem wie Ralf Füchs unterstützt, dass Russland das einzige imperialistische Land Europas ist, was nie eine Erfahrung der Dekolonisierung erlebt hat. Im Unterschied zu Belgien, im Unterschied zu Großbritannien, im Unterschied zu Frankreich. Und dass jetzt der Moment gekommen ist in diesem Krieg, dass es eine Abkoppelung von Russland gibt, nämlich der Ukraine, und da zum ersten Mal eine wirkliche Dekolonisierungserfahrung im postsowjetischen Raum bahnbricht. Das sind sehr komplexe Dinge in einem sehr knappen Zusammenhang, also im Prinzip zusammengefasst und aufeinander bezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Demoralisierung von Großbritannien so mächtig war, wie Ralf Füchs das Dekolonisierung. Ich glaube Demoralisierung. Nee, Dekolonisierung. Entschuldigung. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass es einen Dekolonialisierungsprozess gibt. Demoralisierung geht damit irgendwie auch einher. Es treibt natürlich auch zu manchen extrem. Also, wir sind hier in einem Theater, darf man noch russische Autoren aufführen? Kann man Puschkin lesen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Darf man Dostojewski verehren? Und das ist eine Frage, über die ich wirklich immer noch täglich nachdenke. Und ich bekomme mit welcher Wut die Ukrainer sagen, nein, das ist in dieser Form, wir müssen uns davon entkoppeln. Und ich verstehe diese Wut. Diese Wut passiert während, also die entlädt sich, weil es natürlich auch ein bisschen schräg ist, so kulturelle Prozesse zu verhandeln, während gestorben wird, während getötet wird. Aber in jeder Dekolonialisierungserfahrung ist natürlich etwas Überbordendes dabei. Also bin ich der Meinung, dass man russische Autoren verbieten sollte? Auf keinen Fall. Aber die Verehrung in Deutschland, die unkritische Verehrung für
jemand wie Puschkin auch, jemand wie Josef Brodsky, wie Dostojewski, die russische Seele, da treffen sich ja quasi zwei Deutsche und Russen und das Schwärmen über die russische Seele. Diese mangelnde Kritik, dass die den Deutschen und auch anderen Europäern jetzt vorgeworfen wird, die verstehe ich schon. Ich habe, nehmen wir mal beispielsweise zwei Literaturnobelpreisträger russischer Abstammung, sowjetische Schriftsteller, Josef Brodsky und Solzhenitsyn. Es ist furchtbar, was diese beiden über die Ukraine geschrieben haben. Solzhenitsyn war der Meinung, dass es keine ukrainische Identität gibt, keine ukrainische Eigenständigkeit, und nannte die Ukraine Kleinrussland und war der Meinung, dass man so im Prinzip eine Entität schaffen müsste aus Belarus, Ukraine, Russland, also eine Art Großrussland. Josef Brodsky hat in einer, ich glaube, es heißt Ode an die Unabhängigkeit der Ukraine, die Ukraine wirklich beleidigt, und man merkte, dass selbst einer, der von der Sowjetunion so bestraft worden ist, der ins Exil ging, wie ja auch Solzhenitsyn, dieses Denken nicht lassen konnten. Und dieses Denken ist nicht aufgearbeitet worden. Das herrscht vor. Und wenn wir heute Diskussionen finden, also die uns vielleicht in Deutschland auch fremd erscheinen, warum reagieren die Ukrainer so extrem auf Auslassung russischer Oppositioneller, die jetzt im Exil leben in Deutschland oder in Lettland einen Fernsehsender haben, wie eben den Sender Dosch, warum diese eruptiven Ausbrüche, weil hier einiges nicht aufgearbeitet worden ist und von einem Teil der russischen Elite auch bis heute im Prinzip verweigert wird. Bin ich also der Meinung, dass diese Literatur eingeschränkt werden sollte, dass sie nicht verlegt werden sollte? Nein, auf keinen Fall. Aber ich bin der Meinung, dass ein Prozess stattfinden muss, was für ein Gedankengut dahinter steht. Jemand, ein Solzhenitsyn, der die Ukraine als Kleinrussland bezeichnet hat, ist ideologisch nicht weit weg von einem Putin, der Ukraine die Eigenständigkeit abspricht. Da gibt es eine Verbindung, die kann man nicht leugnen. Und die gibt es bei Menschen, die wir verehren, deren Literatur wir zu Recht verehren. Solzhenitsyn hat genauso wie Brodsky und auch andere Großes erschaffen, und das wird auch bleiben. Aber uns daran zu erinnern, dass dieses Denken kritisch aufgearbeitet werden sollte, dass wir heute, wenn wir über russische Autoren sprechen, wissen sollten, was dort mitschwingt und warum es in der Ukraine für Emanzipationsprozesse sorgt, die uns überbordend, überschießend und manchmal auch falsch vorkommen, das sollten wir schon. Letzter Punkt, den dürfen wir nicht ausklammern, wo wir schon ordentlich was geredet haben. An welchem Punkt der Kriegsgeschichte befinden wir uns jetzt? Ich frage es deshalb, weil in der Auseinandersetzung zwischen zwei Staaten in Kriegen gibt es einen Punkt der Reife dieses Konfliktes, der dadurch charakterisiert ist, dass beide Seiten Verhandlungen nicht als eine Situation der Schwäche ansehen, sondern als eine Gelegenheit, dass sie irgendwie besser rauskommen. Das ist sozusagen die Situation der Reife eines Konflikts. Wenn beide sagen, wenn man an Verhandlungen geht, dann tun wir das nicht, weil wir schwach sind, weil wir keinen inneren Mut haben und weil wir irgendwie, was man dem Westen ja mit Recht vorgeworfen hat, teilweise Gruppen im Westen, dass sie nie gesehen haben, dass nicht zu sagen, wir haben mit dem Krieg, wir wollen, dass es keinen Krieg gibt und wir werden nie Waffen liefern und so weiter, haben nicht verstanden, dass man dadurch den Konflikt noch verstärkt. Aber jetzt sind wir ja weitergekommen, sind wir von einer Pattsituation, die dann notwendig ist, und es scheint ja zum Teil sowas möglich zu sein, wie weit sind wir davon entfernt? Oder ist vielleicht die Situation der nahezu Pattsituation das Höchste, was wir erreichen können, und jetzt wird es eigentlich wieder schlechter? Ich glaube, dass es nicht stimmt, dass man nur verhandeln kann, wenn beide aus einer Position der Stärke oder zumindest nicht der Schwäche verhandeln. Wir müssen jedenfalls die Verhandlung als eine Gelegenheit ansehen, ja, und nicht als eine, sozusagen als eine... Aber es kann auch, nehmen Sie das Beispiel 2014, das Minsker Abkommen. Mhm. Das Minsker Abkommen hatte ja zum Ziel, es sind 13 Punkte, es gab im September eine Verhandlungsrunde und dann eben das
das Dokument, das quasi dann nochmal aufgelegt worden ist im Februar 2015. Dieses Dokument hat, oder dieses Abkommen hat die Ukraine aus einer Position absoluter Schwäche unterzeichnet. Es ist kein Dokument, das der Ukraine genützt hat, außer, das war sehr wichtig damals, dass die Kampfhandlungen ein Stück weit eingefroren wurden. Also es wurde weiter gekämpft, aber zumindest bewegte sich die Front nicht mehr, diese sogenannte Kontaktlinie. Aber zugestimmt haben die Ukrainer nur, weil sie in der Position der Schwäche waren. Es gab diesen Ort der Beizowo, wo tausende Ukrainer eingeschlossen waren. Das war klar, wenn es jetzt kein Abkommen gibt, dann werden sie Fürchterliches erleben. Und ich glaube, dass sich das wiederholen wird mit umgekehrten Vorzeichen. Ich glaube, dass eine Pattsituation noch lange andauern kann. Ich lese natürlich auch die militärischen Analysen. Ich höre, der Krieg wird dieses Jahr noch andauern oder nächstes Jahr enden. Ich glaube aber auch, dass sich das noch ziehen kann. Also die militärischen Analysen reichen vielleicht nicht vollkommen aus, ein weiteres Szenario zu entwerfen, sondern es kommen wirtschaftliche Faktoren dazu, es kommen Variablen wie Waffenlieferung, weitere Sanktionen und ähnliches mehr dazu. Ölpreis, Gaspreis, Abhängigkeit von Gas und ähnlichem. Mein Gefühl ist, dass es ist jetzt eine sehr subjektive Position, die ich hier zum Ausdruck bringe, dass dieser Krieg mit Verhandlungen enden wird. Aber damit er endet, muss Russland eine Niederlage erleben. Andernfalls wird der Kreml die Zeit nutzen, um sich wieder vorzubereiten, wieder zuzuschlagen. Das klingt vielleicht nicht rational, aber in dieser Kriegslogik ist es rational. Und uns erschien es auch nicht rational, diesen Krieg überhaupt anzuzetteln. Insofern glaube ich nicht, dass es einen anderen Weg gibt. Und wenn wir über Verhandlungen sprechen, dann, das ist ja eine Diskussion, die so aufgeladen hier ist. Ja? Also ich werde gerne als Kriegstreiberin diffamiert und bin selber eine Person, die gegen Waffenlieferung war, bis ziemlich genau 15. Februar 2022. Ich dachte, dass Waffenlieferungen an die Ukraine diplomatische Türen schließen, dass sie die Eskalationsspirale irgendwie noch weiter drehen lassen, dass die ukrainische Armee nicht in der Lage sein würde, die ich 2014 im Donbass kennenlernen konnte. Ich konnte ihren Zustand damit selber begutachten, wie katastrophal der war, dass die ukrainische Armee niemals in der Lage sein wird, gegen die russische Armee zu bestehen, und sprach dann eben mit einer Expertin. Ich habe noch sozusagen die WhatsApp-Nachrichten, weiß noch genau, wann der Tag meiner Meinungsänderung war, die mir Argumente vorbrachte, warum sie glaubt, dass Waffenlieferungen richtig sind. Und ich am Ende des Gesprächs sagte, fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber du hast recht. Und dann begann der Krieg, der offene Krieg, diese volle Invasion. Also einen Krieg hatten wir schon seit 2014. Und ich muss sagen, ich bin zu einer absoluten Befürworterin aller Waffen geworden. Es fühlt sich nicht gut an. Ich sehe, welche Militarisierung unserer Gesellschaft das zur Folge hat, wofür Geld ausgegeben wird, wofür Geld nicht ausgegeben wird, wie Verteidigungshaushalte in ganz Europa erhöht werden, wie Verteidigungsausgaben auch in den nächsten Jahren, womöglich Jahrzehnten hoch bleiben werden. Und das macht mich wütend. Aber ich sehe tatsächlich keine Alternative dazu. Es fühlt sich sehr schräg an, diesen Widerspruch auszuhalten, auch innerlich. Und wenn das Wort Verhandlung dann kommt, dann weiß ich so ein bisschen, wohin es geht. Ich bin auch der Meinung, dass Verhandlungen am Ende stehen müssen, dass Verhandlungen diesen Krieg beenden werden. Aber sie werden ihn jetzt nicht beenden. Sie würden dazu führen, dass Russland seine Position stärken kann und die Ukraine neuerlich überfallen kann oder noch mehr Leid bringen kann. Und mein Gefühl ist, dass bei all jenen, die schon sehr früh im Juni nach Verhandlungen gerufen haben, mich hat das ein bisschen wütend manchmal auch gemacht. Ich bemerke bei mir selbst eine gewisse Dünnhäutigkeit, seitdem ich mit diesem Thema schon so lange zu tun habe.
Und dachte mir, Mensch, ihr bringt diesen Brief im Juni raus und es wurde bis April verhandelt. Es wurde verhandelt. Es gab ein Angebot, ein weitreichendes der Ukraine auf dem Tisch. Es ist nicht so, als wäre nicht verhandelt worden. Und mein Gefühl war, dass diese Briefe, die unterzeichnet worden sind, die an Verhandlungen appellierten, was ja immer gut klingt, keine Waffenlieferung, das bedeutet nur Eskalation, dass die extrem selbstreferenziell waren. Es ging eigentlich nie um die Ukraine, sondern um sich selbst. Es ging darum, dass man nicht damit belästigt werden wollte, um es ganz grob zu sagen. Es ging darum, dass man sich nicht mit der Ukraine befasst hat, ihrer politischen Lage, ihrer militärischen Lage und ihrer gesellschaftlichen Lage. Und das ist das, was ich diesen Unterzeichnern und den Unterstützern dieser Briefe und dieser Aufrufe übel genommen habe. Eine intellektuelle Faulheit. Das ist ein klares Wort zum Schluss. Ich kann Sie noch vielleicht in einem Punkt ein bisschen entlasten. Der wichtigste Politiker meiner Ansicht nach des 20. Jahrhunderts, der mit der Sowjetunion hat umgehen können, kam aus dieser Stadt, nämlich Willy Brandt. Und Willy Brandt war sich immer darüber im Klaren, dass es nur eine Möglichkeit aus der Position der Stärke. Die Militärausgaben waren doppelt so hoch der Bundesrepublik als Willy Brandt, die Friedenspolitik. Doppelt so hoch, als sie jetzt sind. Doppelt so hoch. Fast 4%. Und das war sozusagen eine Situation, um sie zu entlasten. Und das hat zu etwas geführt, was gut ist. Und ich glaube, nicht nur die Militärausgaben sind zu nennen. Also die Ostpolitik, so je länger sie zurückliegt, desto schwammiger wird sie. Also jeder benutzt sie gerne, um seine Position zu rechtfertigen. Man darf nicht vergessen, dass Willy Brandt eben auch in Polen war, in Polen auf die Knie gefallen ist. Und wenn ich an Willy Brandts Politik mit der Sowjetunion denke, dann denke ich immer auch an den Kniefall und an seine Beziehung, die er versucht hat, mit Polen wiederherzustellen. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg, der auch heute nicht bezogen auf Polen, sondern auf den Raum zwischen Berlin und Moskau gegangen werden muss, in Brandtscher Tradition. Haben Sie vielen Dank. Wir machen jetzt hier einen kleinen Break, weil wir jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Livestream verabschieden, die noch dabei waren. Und wir bleiben noch ein bisschen zusammen und Sie sollen auch irgendetwas, Sie müssen keine Frage stellen, Sie können auch irgendetwas sagen. Wir haben ja auch klare Gedanken gehört, die auch sicher nicht jedem von Ihnen gefallen. Und das ist auch, so ist das im Leben. Und deshalb können wir da auch noch einen Augenblick miteinander drüber reden. Wer möchte etwas sagen?